Oh, wir haben jetzt mehr Energie. Hey, wake up. Come hang out with me. Okay, wir sollen aufstehen und mit dir rumhängen. Up here. Oh. Ach, da oben bist du. Hurry up. Ja, ich komme ja schon. Come here. Ja, ich komme. Ich sollte da hinsetzen. Komm. You don't have any marshmallows, do you? Sorry, I ask everyone that. Anyway, it's nice to have someone normal around here. Wie bist du hier gelandet? Bist du schon lange auf der Straße unterwegs? I left home at the start of the summer. I wanted to get out of Petria. Like you, I think. My dad thinks I'm on a big road trip. Truth is, I'm never going back home again. Warum wolltest du weg? To have a normal life? My dad says I'm lucky because I have a privileged life here. But that life disgusts me, especially now that I know... Du weißt was. Du weißt, was auf der anderen Seite ist. I don't know. But it's got to be better than this, no? Glaubst du, dass du das schaffen wirst? I don't know. Only about 1% of us do. Or so I hear. And you know what happens to the rest. The pits. Or worse. Die Grube? Where they send kids they think are gonna cross. Terrible things happen there. And I really hope I never experience them for myself. Hoffe ich auch für mich. Well, enough about all that. Hey, why don't we play a little music? Ich und Musik. Das ist keine gute Idee. Das ist echt keine gute Idee. Ich hab dich gewarnt. Ich hab ja gewarnt. Let's play Bella Ciao. I used to play this all the time. Was, Bella Ciao? Know. Ach, don't das... be scared, man. Give it a shot. Not bad. Okay, now let's try it with the music. Das war nicht einfach. I should be recording this. Ja, das tue ich ja schon. Okay, faster. Du bist jetzt Spaß ihres Lebens. My stomach hurts. All right. It's 3 in the morning. Put that away before I come up there. Oh, das komme ich super passend. That's it. Ja, das ist schön. Das ist richtig. And don't come back ever. Oh man, that was great. Ja, das sagst du nur, weil du nett sein willst. Das ist doch furchtbar. Meint er das ernst? Bist du wegen mir rausgeschmissen? Du bist wegen mir rausgeschmissen worden. Das meint er ernst? I think he is this time, but don't sweat it. I was gonna leave anyway. But okay. I'm just sorry for you. Warum ich? Ich wollte auch abhauen. You're in a hurry to cross. I like that. Sollten wir zusammen losziehen? That's sweet, but I think I need to travel on my own. It's important to me, you know? Okay, ich verstehe es. Ich bin auch alleine unterwegs. Okay, ich verstehe Thanks deine Entscheidung. For understanding. Well, we should probably start packing, huh?
Hacking? Good luck out there. Backen. Oh, this is for you. To remember this moment. Oh, eine Kassette. Home call. Danke. Zu Fuß gehen, ja gut, wir haben kein Geld für Taxi oder halt für den Bus. Also wir müssen trampeln oder zu Fuß gehen. Wenn wir zu Fuß gehen, sehen wir oben, dass wir halt sehr viel Energie verlieren werden. Wenn wir trampeln, lernen wir zwar irgendwelche Leute kennen, wir kommen auch vielleicht eventuell besser voran. Boah, ist das schwierig. Wir versuchen mal unsere, was ist das für ein Spiel? Das ist Route 96, ein Spiel. Wir müssen halt versuchen, über die Grenze zu kommen. Da können wir halt, ja, entweder an Mitfahrangelegenheiten verlassen oder halt selber losziehen. Wir mussten essen, trinken, irgendwie alle möglichen Bedürfnisse erfüllen. Du siehst ja hier auf der rechts linke Seite, da war halt der erste Try, da bin ich halt weit gekommen, aber ganz am Ende hatte ich halt keine Energie mehr gehabt und wurde von der Polizei verhaftet worden, weil ich das versucht habe, aus dem Regime zu fliehen. Und jetzt der zweite Try hier, beziehungsweise Episode 2. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich halt den vorherigen überhaupt verhindern hätte können. So, wir haben jetzt Zoe kennengelernt, wir haben den Polizisten Fanny kennengelernt und die beiden Räuberkollegen Stern und Mitch kennengelernt. So, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir sind jetzt unterwegs auf einem Luxusfahrzeug, Cousine. Der Sonia Show. Oh, wir sind mit dem Rad drin Sonia unterwegs. Welcome to my luxurious limo. Danke. Danke, dass du mich mitnimmst. Ich bin zuvor noch nie mit einer Limousine gefahren. Du bist irgendwie weit weg. Danke, dass du erstmal überhaupt mich mitgenommen hast. You're wondering why I've given you a ride. Ja, das frage ich mich auch. Ja, das tue ich. I gave you a ride because I know your secret. Du kennst meine Geheimnisse? Was für meine Geheimnisse? Was sind meine Geheimnisse? Ich bin nicht sicher, dass ich eins habe. Was ist denn meine Geheimnisse? That you're my biggest fan. I don't deny it, honey buns. Ja, sicher bin ich bin dein Fan. Ja, it's klar. Written all over you. Ich will ja auch weit kommen. Ich will ja nicht auf der Straße abgesetzt werden. You must be exhausted from being on the road. Es muss anstrengend sein. Ja, das stimmt. Auf der Straße ist nicht leicht. There's a normal-sized remote to your left. See it? Everything you ever wanted can be accessed by pressing one of its normal-sized buttons. Go on. Okay, wir konnten den Fernbedienung anhalten, hoch, Fragezeichen, anhalt, hoch. Oh! Oh, look at that! Das wollte ich in Wähle echt mal irgendwo machen, so mit einem offenen Schiebedach da rausgucken, also wirklich rausgucken. Konnte ich nie, weil ich mal gefahren habe. Aber das wollte ich aber auch nicht unbedingt, danke. Das wollte ich aber nicht unbedingt auf einem Sahara machen. Weil auf einer Sahara, glaube ich, eher so schlecht, weil man halt ganz echt Sand in die Fresse bekommen würde. So, wir gehen mal rein. Das, was für eine Aussicht, machen Sie das oft? Mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Machen Sie das oft? I do. And sometimes, while spraying a bottle of champagne and yelling, woohoo! Do me a favor and grab one of those fan letters beside you. Don't like to touch them much myself. Oh, Fanbriefe. Aber kann ich hier was trinken? Ich glaube, besoffen war keine gute Idee, oder? Ah, zu spät. So. Watch your back, Sonia. Oh, das ist kein Fanbrief. Das ist
eher so eine Drohung. What's it say? Das sagt, dass sie die Beste ist, dass sie Acht nehmen soll. Wir sollten die Wahrheit sagen. Oh, I see. Put on the pile labeled death threats. Was? Es gibt eine extra Abteilung für Todwarnung? Okay. Tut mir leid, dass Sie solche Briefe bekommen. Bekommen Sie oft das Mordbedrohung? Oh gosh, almost every day. That's why I got Adam, my bodyguard and driver. As irritating as he is. Do you want me to turn the audio off, Sonya? Yeah! Niemand sollte sie bedrohen. Warum sollte jemand das tun? It's a question I ask myself all the time. Believe me. But whoever it is, they won't do nothing. Ah, bist du sicher? Okay, es sind schon mal zwei weitere Typen unterwegs, um dich zu retten. So viel kann ich hier sagen. Ich hoffe, sie haben recht. Wie können sie das wissen? Wie können Sie das wissen? I've been getting letters for 10 years, Snookins. Yet here I still am. Sonya? What is it, Adam? Kind of having a moment here with my biggest fan. It's time. Zeit für was? Zeit für mich rauszuschmeißen, richtig? For the Sonya show, of course. Oh. I never miss it. Now park those buns over here. Dann pflanzen wir unsere Buns over there. We say it's live, but that would be way too hard. Das sage ich auch. With the election only a few months away, early polls show Tyrak well ahead of Flores. And now for today's missing teen report. Unfortunately, we have additional teens. And blah, 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 blah. You can ask me anything you want. You know that, right? I'm here for you. Ja, sicher. Du hast gerade über vermissten Leute berichtet. Überraschung? Ich bin eins. So, ich habe eine Frage. Wissen Sie irgendwas über Polizisten auf der Route 96? Berichten Sie über Jugendliche, die Grenze überqueren? Haben Sie irgendwelche Tipps, um die Chance zu überleben? Das haben wir schon letztens gefragt. Wir könnten das fragen, aber sie konnte uns eventuell wiedererkennen, nehme ich an. Wenn sie uns wiedererkennt, ich weiß gar nicht, was sie tun wird. Wird sie uns entweder rausschmeißen oder Polizei rufen? Wir fragen mal, wie die Polizisten hier just sind. Just that Tyrak puts them there to catch teens on the run. Flores würde Polizisten anders einsetzen. Er kann sie nicht anhalten. Die Wende steht bevor. Sie entkommen trotzdem durch. Sie werden sehen. Was passiert, wenn ich versuche, das zu machen? Oh, honey, please. Flores isn't gonna do a thing, because she ain't gonna win. Wait, you feel that? We're slowing down. Ring Adam for me, would you? Oh, weil wir das gesagt haben, wir... werden langsam. Ich glaube, sie wollen die uns rausschmeißen, oder? Was? Ich soll den Adam finden? Wie Adam finden wird? Ach da. Adam rufen. Yes, Sonya? It wasn't me who rang, Adam. So stupid. It was my biggest fan. Yes, Sonya's biggest fan. wir halten an. Was ist los? We're pulling into a security checkpoint. Oh, looks like there's another protest. And to think this was once a nice totalitarian nation. Machen die das oft? Wo ging protestieren sie denn? Probably Tyrak trying to steal the election, or Tyrak increasingly taking away their civil liberties. Babies. Punkt hast du, ja. Es ist, You suck, gibt dir. Aua. Hey, das war doch der Typ von den Dingsbums. Geh in den Protestanten gegen, die mögen sie nicht. Die mögen sie nicht. I gathered as much.
Thank you, Honey Buns. Here come the police. This party is about to blow up. Hey, get out of my way! Yeah, you, loser! Das ist keine gute Idee. Hey, get out of here, loser! Sonja, please, get back in the limo. Das ist ein Bodyguard. Hör mal auf ihn. Du sollst auf Adam hören. Sie haben Grund, hier zu sein. Oh Gott, egal was ich sage, ich werde sie anpissen. Scheiß drauf. Oh, you love your Sonja, don't you, honey pie? Ja, ich das Stück hier. We have rocks again. Oh Gott. Die Protestanten werden nicht lösen. Ich denke, Ärger gerechtfertigt, Sonja. Die Protesten werden nicht lösen. Gucken wir ganz kurz das Fenster raus. Ich hoffe, das Fahrzeug ist steingesichert. Die Proteste werden sie nicht lösen. Ich denke, ihr Ärger ist gerechtfertigt. Ich glaube, ihr Ärger ist rechtfertigt, aber das will sie wahrscheinlich nicht hören. You're starting to sound like a Black Brigade, sweetie. Uh-oh! Police is blowing this party up! Ist gerade ein Stein reingeflogen? Sind Sie hier, welche Polizei Gewalt anwenden? Sind wir sicher? Yeah. This thing is built like a tank. I had it specially made for situations just like this. Was explodiert da draußen? Okay, also das habe ich nur ein gepanzertes Limousine. Die Menschen müssen sollten nach Hause gehen. Sie können die Porte, wie können Sie eine Reporterin nehmen? Sie sollten nach Hause gehen. You're starting to annoy me. Ja, sorry. You're in my limo. Remember that. Ja, das ist richtig. Here comes our escort, Sonja. Ja gut, ich will aber jetzt sie auch nicht anpissen, dass sie mich irgendwo hier rausschmeißt, dass ich dann irgendwie selber klarkommen musste. Ist entspannt. Ich will sie jetzt echt nicht anpissen. I'm joking, sweetie. But I'm not when I say I want you out of my limo. I thought you were my biggest fan. Ja, bin ich auch. Tut mir leid, bitte lassen Sie mich noch weiterfahren. In Ordnung. Ich will weiter bei Ihnen mitfahren. Tut mir leid, bitte lassen Sie mich noch weiter mitfahren. In Ordnung, ich will weiter bei Ihnen mitfahren. Hä? Ist beides gleich. Also wie ich es betone. Ja gut, das ist ja am Endeffekt auch Ihre Limousine. Das sollte man auch nicht vergessen. Ich glaube, versuchen Sie umzustimmen wird am Ende sowieso das ist dann halt, dass er mitfahren wollen und das ist dann halt, dass er mit ihr mitfahren wollen. Ich glaube, wir sollten so tun, dass Adam, drop this loser off. Oh. Yes, Sonja. So long, kid. Hätte ich doch die andere machen sollen. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall ein richtig gutes Stück weitergekommen. Oh, wir sind nur noch 144 Kilometer von der Grenze entfernt. Hätten wir doch vielleicht mit ihr ein bisschen mitfahren sollen? Sie weniger ärgern sollen? Boah, schwierig. Wie viel Energie habe ich jetzt verloren? Ich habe die ganze Energie verloren. Warum? Nee, ich habe Hälfte der Energie verloren. About a girl. Über ein Mädchen. Wir sind auf jeden Fall richtig nah.
Aber das Problem, was wir jetzt haben, ist halt, wir müssen. Was ist das für ein Schild? Auf einer Seite schwarz, auf der anderen Seite nichts. Über die Straße kann ich nicht. Und hier irgendwo war das, war der LKW. Bis wohin kann ich denn gehen überhaupt? Mama Bear. Mama Bear. Was? Was, Mama Bear, Mama Bear, was? Goddamn cop. What is this? Oh, just Papa Bear's luck. Da hinten, glaube ich. Ja. Hallo, John? Mama Bear. Mama Bear? Sven, eine gute Idee ist, eine Bär zu rufen. Hey, alles in Ordnung. Wo wollen Sie hin? Hey, alles in Ordnung. Mama Bear. Brauchst du Hilfe? Hey. You're not my Mama Bear. Ich bin nicht dein Mama Bear, nein. You're some hairless teen. Danke? Nur weil ich meinen Bart absorbiert habe, bin ich kein hairless teen. Was ist mit dir passiert? Wer ist dieser Mama Bear? Hast du irgendwie über einen Witz gelacht? Wer ist dieser Mama Bear? I had a date with Mama Bear. She's police. Oh. So I didn't show. I screwed up. And then I got real drunk. Das merkt man. Und was, wenn sie bei der Polizei ist? Kannst du sie nochmal fragen, ob sie mit dir ausgeht? Ich glaube, okay, der ist betrunken. Wir mussten halt ungefähr in seine Route gehen, um halt ihn zu überreden. Kann sie nochmal fragen, ob sie... No, no. No, I can't, young man. You're looking at Petri as most wanted criminal. I can never be with Mama Bear. Oh Gott, der will Gott sein. Damn! Nein, der versucht den Schein zu pushen. Not even Papa Bear can move this rock. Wait. Nope. Impossible. Come over here. Nein? Na gut. Hey! You see those rocks ahead? It looks like the border gate, don't it? Goddamn peak collapse. Took Connie away from me. Welche Grenztoren? Ich will zur Grenze. Welche Grenztoren? Moment mal. Wer ist Connie? Der Name der Mama Bear ist Connie? Well, of course not. Mama Bear's real name is... I don't know. Okay, du weißt nicht, wie Mama Bears echter Name ist. Come on! Race you up the hill! Oh, faster than the wind! Hey, das ist nicht fair. Du hast vorher angefangen zu laufen. Knees. Bleib stehen! You'll never catch me. Ja, das ist richtig, weil du früher losgefahren bist. Bleib stehen! I'll run like the wind! Fast! Mann, für eine Betonung ist er verdammt schnell. Hör auf! Lauf langsamer! Oh, my knees! Ja! The pain is excruciating! Oh! Hab dich überholt! Oh! You win! Ha! But only because I'm a tad out of shape. Du machst dir selbst was vor. Du bist nicht Auto von. Guck mal, du siehst wie dieses Cartoon-Charakter, der die ganze Zeit irgendwie Spinat ist, weißt du? Ich hab den Namen vergessen. Du machst nur was vor. A soccer ball. Uh-oh. You've entered the danger zone now. Oh-oh. Was? Rede mir nach. Das ist kein Soccerball. Das ist Fußball. Football. Ah, egal. Ich merke schon, ich bin in Amerika. So. Fußballspiel. Was ist denn das? Vandalieren?
Fußball spielen. All right, young blood. You got 5 kicks. In high school, my nickname was the Wall. So ja, you know. Du siehst genauso aus wie aus einer Wall. Was muss ich machen? Achso, ich muss entscheiden, ob ich rechts oder links drehte. Und wir machen links. Oh, I don't think you're Olympic squad material. Viel, zu viel links, okay, verstehe. 4 kicks left now. Okay, okay, okay. Okay, das war zu viel links, okay. Dann versuchen wir mal halt nochmal links, weil nächstes Mal wird er nicht links erwarten. Nein, an sein Bein. Hell yeah! Wow, baby! 3 kicks. Gibt es Anzeichen, in welche Richtung der springen wird? Jetzt wird er definitiv nicht links nochmal erwarten. Deswegen machen wir nochmal links. Der springt auch diesmal Hell links. Yeah. Wow, baby! You only got 2 kicks left. Better make them good. Machen wir mal diesmal ein bisschen mehr links. Das ist durch. Hey, hey, das war doch durch. They should call you Jellofoot. Just 1 kick left. I want to see your best, young blood. Okay, mal gucken, ob er diesmal auch mal links springt. Er springt mal diesmal so rechts. Ja, lucky. That one went through where my fingers used to be. Ja, ja. Decent score. But if the wall was sober, you'd have a big fat zero. Ja, ja. Das hätte ich auch gesagt. Jesus. Ah, beat. Come on. Let's sit over here. Ist es sicher, unter freiem Himmel zu schlafen? Was ist der beste Weg, um unterwegs Energieniveau hochzuhalten? Hast du einen Tipp, wie man die Grenze überqueren kann? Ich glaube, wir haben gar nicht bis zur Grenze geschafft. Ich glaube, ich würde mal fragen, wie man halt den ganzen Weg den Energie hochhält. Why do you ask? Ich will anderen Teenager helfen, um die Grenze zu überqueren. Oh nein, nur eine neue Gier, um aus dem Drecksloch von den Land zu kommen. Ich weiß gar nicht, also wir haben ihn ganz kurz auf den Trailer gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er halt proud ist, weil da war eine Radionachricht, der hat es nicht gefeiert, den Radionachricht. Aber ich habe auch nicht richtig zugehört, was um die Radionachricht ging. Der scheint in Ordnung zu sein. Wir versuchen mal, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ooh, strong words, young blood. But you gotta eat, drink, and get your rest, kid. Can't stop the basics just because you're on an adventure. You know what I mean? Okay, also essen, trinken und halt schlafen ist halt wichtig. Fühlst du jetzt besser, John? Du wirkst weniger besoffen. Ist jetzt besser? I do, young blood. Thanks. Sorry about all that before. Yeah, it's just this whole thing with Mama Bear has brought up the past. And Connie. Okay, Mama Bear, glaube ich, ist seine Frau. Und, glaube ich, Connie ist sein Sohn. Glaube ich. Wir sollten trotzdem fragen, wer Connie ist. Connie was the love of my life. Oh. But she died 10 years ago in the peak collapse. She was my everything, young blood. You should have seen her. Hast ein Bild? Oh yeah, yeah. I got dozens in Mr. Grizzly. Over there. Is it Grizzly? Was ist Mr. Grizzly? Ist das dein LKW? Well, she was young and committed, like me. We were in the brigades together. And beautiful. So goddamn beautiful. Oh, I'll miss her for the rest of my days. Aber dann habe ich eine Frage. Wenn das dein Liebes Lebens war,
Wer war dann die Mama Bär? Es tut mir leid, dass sie nicht mehr bei uns ist. Hört sich so an, als wäre Mama Bär auch was ganz Besonderes. Was sage ich denn? Mitleid aussprechen oder frage ich über Mama Bär? Frag mal über Mama Bär. Oh, she is. That voice, woof. And she's tough. Tougher than I'll ever be. But kind and funny, too. Klingt, als wär's die füreinander bestimmt. Und warum hast du die nicht mit dir zusammen sein? Ich wollte wahrscheinlich weiter suchen. Warum kannst du nicht mit ihr zusammen sein? Und warum füreinander bestimmt? Wir fragen mal, warum die nicht zusammen sind. Cause Mama Bear is the Popo, Youngblood. And I'm a Black Brigade carrying around an illegal radio transmitter. It's not exactly meant to be. Oh. Ist deine Frau, also die Mama Bär, die Polizistin Fanny, die wir eventuell vorhin kennengelernt haben? Wer weiß, die Welt ist ein seltsamer Ort. Ich denke, ich sollte gehen. Nee, die Welt ist that ein seltsamer it is, Ort. Youngblood. That it is. Durfte ich irgendwas fragen? Liebst du Mama Bär? I do. I really think I do. Du bist hier selbst schuldig, es zu versuchen. Du solltest einen Weg finden, wie es funktionieren kann. Du sollst versuchen. Yeah. Hey, you're pretty wise for a snot-nosed teen. You know that? Maybe you should do one of those dating advice radio shows. Glaub mir, nein. Das sollte ich nicht unbedingt tun. Hat er geschrieben noch Voice? Hat der Stream noch Voice? Weil bei mir ist unten der Indikator weg. Warte mal, ich muss mal ganz kurz selber anhören. Test 1, 2, 3. Okay, hat noch Stimme, gut. Dann wollen wir mal auf mein OBS Studios die Sound-Menü, also der Indikator ist weg. Deswegen war ich halt gerade ein bisschen verwirrt. Gut, so. Ich habe in der Tat eine sanfte Stimme. Ich dachte an eine Karriere in der Politik. Nein. Ich mache zuerst meinen Zulabschluss. Den Lob annehmen oder halt. Ich glaube, ja, wir sagen. Sounds das. Good, Youngblood. Now, if it's all right with you, I think I'm just gonna sit here a while and enjoy the view.
Der stört mich nicht. Ich glaube, der ist ein guter. So, da hinten ist die Grenze, glaube ich. Kann you ich be ganz safe out there. And if love comes your way, you grab it. Understand me? Danke, John. Ich meine aber der Wand. Ich werde. Ich hoffe, wir laufen uns über den Weg. Woher weiß, woher weiß man, wenn man verliebt ist? Ja, die Frage hätte ich tatsächlich gerne. Believe me. Danke. Ich hätte ihn doch mit der Wand verabschieden sollen. Komm. Da vorne ist die Grenze. Hier ist eine Mitfahrangelegenheit. Ich konnte Richtung Grenze laufen. Das Problem, wir sehen nicht, wie weit wir weg sind, ne? Fähigkeiten. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt laufen sollten, ich weiß nicht, wie viel unsere Energie noch da oben mitmacht. Aber ich weiß auch nicht, wie es jetzt aussieht, wenn ich halt... Ja, da vorne ist irgendwas. Vielleicht, wenn da irgendwas zum Essen gibt, dann konnte ich halt... Das ist eine Bushaltestelle. Das ist eine Bushaltestelle. $7 für den Bus bezahlen. Wir haben leider kein $7. Okay, dann... Gucken wir mal unser Glück. Später. Bitte nicht. Wir hatten kein Glück, oder? Wir hatten kein Glück. Ich weiß es aber auch nicht. Wie viel verlassen? Es wird uns 2 Energie wegnehmen. Gibt es in diesem Areal noch irgendwo Essen? Also konnte John uns nicht irgendwas zum Essen geben? Das wäre echt nett von John, wenn er halt was zum Essen geben würde. Das kann ich wohl sein. Warte mal. Das war die Bushaltestelle, ne? Die wir gerade vorbeigelaufen sind. Oder? Ne, da war die Bushaltestelle. Was ist das denn, was hier leuchtet? Und wo war denn sein LKW? Okay, dann holen wir mal ganz kurz, dass wir ein bisschen mehr Energie einsammeln. Wen auch immer dieses Haus gehört.